Es ist gut, dass ihr heute eingeschaltet habt, denn heute geht's ganz hoch hinaus und ganz tief runter. Es geht um Himmel und Hölle, um alles oder nichts. Oder doch nicht. Die Lesung für heute in Lukas 16 erzählt eine Geschichte von einem reichen Mann und vom armen Lazarus. Der reiche Mann zieht sich edel an, isst und trinkt gut und fährt Porsche. Oder zumindest ein antiker Äquivalent davon. Der arme Lazarus liegt vor seiner Tür jeden Tag, kann sich nicht satt essen und hat Wundestellen am ganzen Körper. Eines Tages sterben beide. Lazarus wird von Engeln in Abrahams Schoß getragen, wo er aufgehoben ist und heil, zum ersten Mal in seinem Leben. Der reiche Mann aber landet in der Hitze des Totenreichs. In der Ferne sieht Lazarus ihn da sitzen und bittet Abraham, er soll Lazarus losschicken und seiner Familie sagen und sie warnen, dass sie ihr Leben ändern sollen, damit sie nicht auch im Totenreich landen. Aber Abraham sagt, sie wissen schon alles, was sie wissen müssen. Gottes Gebote waren und sind klar. Wenn sie bisher nicht darauf gehört haben, dann werden sie es jetzt auch nicht, wenn Lazarus zu ihnen kommt und es ihnen sagt. Mit dieser düsteren Aussicht endet die Lesung für heute. Beim Hören kommen einem oder einem, weiß ich nicht, aber mir zumindest, da eher unangenehme Gefühle. Das ganze Mittelalter hat Höllenbilder so tief in uns verankert, dass man beim Hören so einer Geschichte unausweichlich leise die Frage im Hinterkopf hört, könnte ich sein, der da am Ende sitzt und schwitzt? Diese Höllenangst ist eine große Gefahr dieser Geschichte. Denn wenn man so damit beschäftigt ist, zu überlegen, werde ich am Ende in den Flammen sein, verliert man ein bisschen das Gespür für das Thema des Textes. Denn diese Geschichte ist ein Gleichnis. Und so wenig, wie es im Gleichnis vom verlorenen Schaf um vierbeinige Wolllieferanten geht oder im Gleichnis vom reichen Kornbauern um Landwirtschaft, so wenig geht es hier darum, wer in die Hölle kommt und wer nicht. Man muss genau hinhören, um zum eigentlichen Thema dieses Textes zu kommen. Der Reiche sagt, lass doch Lazarus nochmal zurück auf die Erde, um meiner Familie zu sagen, was sie machen sollen. Und Abraham sagt, nee, alles, was sie schon wissen müssen, das wissen sie schon. Wenn Lazarus zu ihnen sagen würde, kümmert euch um die Armen, so hätte Gott's gerne, dann würde die Familie wohl nicht sagen, was, das haben wir noch nie gehört, das ist ja ganz neu. Wenn wir an unserem Leben, an unserer Bestimmung, an dem, was uns gut tut oder was gut für andere wäre, vorbeileben, dann meistens nicht, weil wir nicht wüssten, wie es besser ginge. Wir wissen alle, gut wäre 30 Minuten Sport am Tag, früh schlafen gehen und nicht so viel am Handy sein. Was wir oft machen, ist nur im Sitzen arbeiten, zu lange aufbleiben und Netflix schauen und das Handy mit ans Bett nehmen. Und genauso ist es oft mit Gottes Geboten. Nächstenliebe ist eins der schwersten davon, weil Jesus eben alle als Nächste bezeichnet, die einem im Leben irgendwann den Weg kreuzen. Die wirklich Nächsten zu lieben, deine Frau, deinen Mann, deine beste Freundin, deinen besten Freund, die Kinder, das ist manchmal schon schwer genug. Das kriegen wir aber noch irgendwie hin. Aber was ist mit den anderen? Das ist mindestens so schwer, wie regelmäßig Sport machen oder früh ins Bett zu gehen. Manchmal ist es auch einfach schwer, weil es anstrengend ist. Und manchmal ist es schwer, weil es uns herausfordert, weil es gegen unsere eigenen Überzeugungen geht. Letztens war ich zusammen mit einer Kollegin auf eine Veranstaltung eingeladen und das habe ich auch geteilt auf Instagram und da hat mir jemand geschrieben, also wenn die kommt, dann komme ich nicht. Die steht ja total auf Waffen. Dazu kann man stehen, wie man will, aber die Kollegin hatte tatsächlich, bevor sie Pfarrerin wurde, einige Bilder von sich mit Schusswaffen im Internet. Ja, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Der Person schreibe ich dann aber, dass das jetzt auch nicht meine Sache wäre, aber dass ich finde, dass es immer hilft, wenn man miteinander redet. Ich würde ein Angebot machen, die vielleicht zusammenzubringen. Also nein, das könnte sie sich nicht vorstellen. Sie habe die Kollegin auch schon mal gesehen und glaube nicht, dass es Sinn machen würde, mit ihr zu reden. Wer sich mit Waffen fotografieren lässt, der ist einfach nicht christlich. Das ist die Zumutung der Nächstenliebe. Es ist halt nur dann Nächstenliebe im Sinne Jesu, wenn sie auch die betrifft, die ich bäh finde. Wenn mir mein christliches Ethos verbietet, mit jemandem auch nur zu reden, der sich mit Waffen fotografieren lässt, ist das dann doch christlich?
Oder habe ich über meiner Selbstgerechtigkeit Gottes Gebot vergessen? Und wenn ich an dem Armen vor meiner Tür vorbeigehe und ihm nicht helfe, weil ich mir oder sogar ihm sage, geh halt was arbeiten, ist das dann noch christlich oder habe ich in meiner Selbstgerechtigkeit Gottes Gebot vergessen? Bin ich, bist du am Ende doch der Reiche aus dem Gleichnis? Und die Antwort ist wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich bin ich aber auch immer wieder nicht der reiche Typ, sondern bin mal Maria Magdalena und gehe im Einsatz für den anderen durchs Feuer. Wahrscheinlich bin ich manchmal auch Petrus und meine es gut, aber kann es am Ende dann halt doch nicht so durchziehen, wie ich wollte. Droht uns jetzt deshalb allen das Totenreich anstatt Abrahams Schoß? Die Antwort ist wahrscheinlich nicht. Denn so düster die Lesung endet, Kontext ist nun mal alles, auch und gerade in der Bibel. Und nach der Lesung geht's weiter. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es werden Dinge geschehen, die werden Menschen von mir abbringen. Und wenn dein Bruder, deine Schwester dir Unrecht tut, dann weise sie zurecht. Wenn sie umkehrt, so vergib ihm. Und wenn sie 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihnen vergeben. Gott weiß, so oft vergessen wir uns. Sind mal so richtig Lazarus und mal so richtig jemand anders. Wir leben im Spagat. Aber dieser Spagat ist eben nicht Verrat. Nicht Verrat an Gott und nicht Verrat an unseren Idealen. Wenn wir oder wenn ihr heute aufsteht und weggeht vom Bildschirm an diesem Tag, da werdet ihr was Gutes tun, ganz sicher. Wir werden immer mal unseren Maßstäben und Gottes Maßstäben irgendwo gerecht werden. Und wir werden auch Gott und die Nächstenliebe wieder vergessen und wahrscheinlich auch mal wieder zu spät ins Bett gehen. Die Attitüde ist einfach nicht dann zu sagen, scheißegal, sondern die Selbsterkenntnis, shit, es ist mir schon wieder passiert. Was dann zählt, ist, dass wir nie vergessen, wieder anzufangen. Nie vergessen, wieder anzufangen. Einfach immer wieder anfangen. 7-mal am Tag, 7-mal 7 am Tag. Wir sind als Christen nicht die besseren, die vollendeten Menschen. Wir sind die, die wissen, dass sie es gerade nicht sind und die deshalb nicht aufhören, anzufangen. Amen.